Wir sind in Däniken im Thurgau und weihen die Swiss Smart Farm ein. Ein Experiment zwischen Kanton, privater Landwirtschaft, internationalen Konzernen. Man hat sich zusammengetan und will zusammen ein landwirtschaftliches Unternehmen auf die Beine stellen. Wieso hat man sich zusammengetan? Weil der Einzelne nicht weiterkam, weil der Bund den Sparstift ansetzen musste bei seiner Däniconer Betriebsstätte. Und die Thurgauer haben gesagt, mit Walter Schönholzer, dem Regierungsrat an der Spitze, das lassen wir nicht einfach so passieren. Wir gehen in die Hosen, wie man auf Berndeutsch sagt, nehmen den Stab in die eigene Hand, suchen uns die Partner und starten etwas, was Zukunft haben kann, was Digitalisierungszukunft haben kann, was Maschinen bedeutet, was Dienstleistung bedeutet, was Zusammenarbeit und Synergien bedeutet und was Entrepreneurial Spirit ausmacht. Walter, ich gratuliere herzlich. Du bist gut unterwegs und ich freue mich über die Reaktion, die ihr zeigt, nachdem wir uns in Bern etwas auf Distanz begeben mussten. Ihr seid jetzt auf dem richtigen Wege.